Oh, ich kann es euch nicht sagen. Ich würde sagen 5. Ich nehme 5, aber das ist falsch. Oh, 6. Fuck. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich auf ein Video in YouTube gestoßen bin, wie gut eure Augen noch sind, mit der Überschrift, dass 97% diesen Test nicht bestehen, habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze einfach mal zusammen. Und da ich eh so schlechte Augen habe, ich bin ja kurzsichtig und einiges an Dioptrien, schauen wir mal, ob ich den Test hier bestehe. Und ihr könnt bei dem Ganzen ja einfach mal mitraten. Vorab, ich habe das CB6 Album schon, da könnt ihr euch auf einiges freuen. Hier kleine Kostprobe, so sollte es sein. Übel geil, könnt ihr euch drauf freuen. Ab Freitag auf Spotify, könnt ihr gerne streamen. Dann würde ich auch schon mal sagen, dass wir einfach mal hier loslegen. Wie gut sind eure Augen? Was? Nur 3% werden diesen Test schaffen können. Okay. Gehörst du zu diesen Menschen? Ja, ein bisschen leiser. Es gibt 4 Stufen. 1, 2, 3, 4. Von leicht bis schwer. Jede Stufe hat 5 Fragen, die immer schwieriger werden. Bei jeder Frage werden 10 Farben angezeigt, eine davon ist anders. Okay? Also hier wäre es die 4, das kriege ich gerade noch so hin. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was für einen Fernseher ihr habt, wie gut es der anzeigt. Mein Fernseher ist jetzt nicht der beste. Also hier mein Bildschirm. Jawohl, 4 wäre richtig gewesen, das kriegt man noch hin. Du kommst bloß dann weiter, wenn du alle 5 Fragen einer Stufe bestehst. Okay. Also 97% fliegen hier durch. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich werde höchstwahrscheinlich bestimmt auch nicht alle schaffen. Wie viele Stufen schaffst du? Los geht's. Welche Farbe ist anders? Ja, die 7. Das ist ja noch einfach, das kriegt man noch hin. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Welche Farbe ist anders? Was meint ihr? Ich sehe es auf jeden Fall, das ist die 4. Keine Frage. Die Hintermusik muss... Die Hintergrundmusik hier ist auf jeden Fall zu cringe. Das geben wir uns jetzt. Welche Farbe ist anders? Diesmal rot. Die 8. Es kommt auch drauf an, welche Farben hier sind. Ich denke, der eine oder andere hat bestimmt eine Rot-Grün-Schwäche oder sonstiges. Oder manche Farben sind allgemein schwieriger. Hier gelb zum Beispiel. Hier ist die 5. Welche Farbe ist anders? Das Ganze jetzt in Pink, das ist die 9. Also Stufe 1 geht auf jeden Fall noch easy klar. Das kriege ich schon noch hin. Aber nur mit Brille. Ja, 9. Alle Fragen geschafft. Die erste Stufe sollte einfach gewesen sein. Richtig. Haben wir gerade noch so hinbekommen. Nun aber zu Stufe 2. Es wird schwerer, die richtigen. Bla bla bla. 3, 2, 1. Wow. Welche Farbe ist anders? Die 2. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das hier so Neongrün ist schon eine schwierigere Farbe. Aber es ist die 2. Yeah, richtig. Welche Farbe ist anders? Die 6. In Blau geht es eigentlich noch. Da sieht man es relativ gut. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die 6 ist auf jeden Fall etwas dunkler. Ich denke, später wird es richtig lustig werden.
Also auf jeden Fall. Welche Farbe ist anders hier in dem beigen Hautfarbeton? Das ist auf jeden Fall die 3. Das kriege ich noch hin. Das ist die 3. Ja. Also das war jetzt Stufe 2 von 4. Welche Farbe ist anders in Pink? Das ist auf jeden Fall die 10. Das kann man hier noch relativ gut erkennen. Sollte auf jeden Fall stimmen. 3, 2, 1. Ja. Welche Farbe ist anders? Das ist jetzt die 8. Boah, in der Farbe hier Pink ist auf jeden Fall schon schwieriger. Ohne Spaß. Ja, aber es ist die 8. Ich denke, das ist die 8. Der Beat ist zu geil. Wenn du alle Fragen dieser Stufe geschafft hast, liegst du im Durchschnitt. Okay? Dass ich mir im Durchschnitt mithalte, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber meine Brille war auch teuer und die ist relativ neu. Das sollte schon einiges gebracht haben. Aber kannst du es noch besser? Stufe 3 wird um einiges schwerer. Also 2 von 4 habe ich auf jeden Fall geschafft. Welche Farbe ist anders? Oh, Scheiße. Ohne Spaß, in diesem dunklen lila Ton. Ich weiß es nicht. Ich halte mal kurz an hier. Eigentlich darf ich das nicht. Oh, ich kann es euch nicht sagen. Ich würde sagen 5. Ich nehme 5, aber das ist falsch. Oh, 6. Fuck. Also, ich habe schon mal falsch geraten. Das gibt's nicht. Welche Farbe ist anders? Jetzt ist die 5. Glaube ich. Fuck, Mann. Ja, boah, 5 oder 3? Ja, 5. 3. Fuck, Mann. Scheiße. Welche Farbe ist anders? Ich würde sagen, die 8. Ja, ich glaube, das ist 8. Scheiße, Mann. Okay, wenigstens 1 richtig. Da freue ich mich doch schon. Welche Farbe ist anders? Ja, die 5. Ich denke, das ist die 5. Ich glaube, ist ja dunkler. Ja. 5. Also 2 falsch, 2 richtig. Ich weiß nicht, wie gut ihr da gewesen seid, aber welche Farbe ist anders? Schwierig, schwierig, schwierig. Was denkt ihr? Ich denke, das ist die 4. Ich glaube, die 4 ist hier ein bisschen dunkler. Kann es sein? Jawohl. Also 3 richtig, 2 falsch. Ich bin schon mal besser geworden. Hast du auch diese Stufe geschafft? Ich auf jeden Fall nicht. 3 richtig, 2 falsch ist aber auf jeden Fall eine gute Bilanz. Zumindest mehr richtig geraten als falsch. Stufe 4 fängt an in 3, 2, 1. Welche Farbe ist anders? Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Boah. 5, 4, 3, 2. Ich sag 8. Boah, scheiße, 7. Fuck, Mann. Also 1 wieder falsch. Welche Farbe ist anders? Boah, in diesem Weinrot-Braun. Keine Ahnung. Fuck, Mann. Keine Ahnung, die 6. 2. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, die zweite Frage auch falsch. Welche Farbe ist anders? Keine Ahnung. Also ich müsste raten. Ich sage jetzt einfach mal die 5. Oder 8, 9. Keine Ahnung. 6. Scheiße. Also schon die dritte Frage falsch. Die Stufe ist auf jeden Fall richtig schwer. Welche Farbe ist anders? Oh Mann. Ich bin echt ein Blindfisch, ohne Spaß. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, boah, ich rate 5 oder 6. Ich sag 6. Scheiße.
Ey, das gibt's nicht. Welche Farbe ist anders? Also ich müsste jetzt wieder raten, aber ich glaube, das ist die 5. Ja, doch. Also das muss die 5 sein. Das muss kommen. Eins muss richtig sein. Scheiße. Okay. Das war's dann wohl komplett. Wenn du diese Stufe geschafft hast, dann sind deine Augen übermenschlich gut. Also das ist ein kleiner Trost für mich. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Dann gehörst du zu den 3%, die alle Stufen geschafft haben. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es ihr geschafft habt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie viel ihr geschafft habt. Jetzt nochmal das vollständige Ergebnis. Leicht 95% schaffen diese Stufe. Die habe ich auf jeden Fall auch geschafft. Mittel 60% bestehen diese Stufe. Die habe ich auch geschafft. Schwer nur 28% bestehen diese Stufe. Da hatte ich 3 richtig und 2 falsch. Bloß 3% schaffen diese Stufe. Da hatte ich glaube alles falsch. Also, ich weiß nicht. Bei Extrem, das war auf jeden Fall über krass. Das war zu schwierig. Wie weit bist du gekommen? Schreib es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent von mir seid, abonniert gerne diesen Kanal, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.